Dies ist eine Audioaufzeichnung des Wikipedia-Eintrags Microsoft Windows 8. Microsoft Windows 8 ist der noch in Entwicklung befindliche Nachfolger des Betriebssystems Windows 7 des Softwareherstellers Microsoft. Die Codenamen waren im Jahr 2007 Mystic und Orient. Microsoft hat zwei Vorabversionen veröffentlicht, zuletzt die Windows und Consumer Preview. Die Oberfläche soll sich an der Gestaltung von Windows Phone 7 orientieren und somit besser für Touchscreens ausgelegt sein. Dabei berücksichtigt Microsoft jedoch weiterhin die PC-User und hat deshalb die Bedienung auch an Maus und Tastatur angepasst. Neuerungen: Oberfläche und Bedienung. Auf der Bild-Konferenz betonte Microsoft, Windows 8 solle primär auf die Bedienung mittels Touchscreen ausgelegt, aber auch mit Maus und Tastatur voll funktionsfähig sein. Das Betriebssystem soll in die neue Oberfläche Metro und die klassische Desktop-Oberfläche unterteilt werden, wobei die aus Kompatibilitätsgründen übernommene Oberfläche des Windows 7 nur über die Metro-Oberfläche gestartet werden kann. Benutzeroberfläche Metro. In der Metro-Oberfläche sollen sämtliche Menüs ins Bild gezogen werden können. Bei der Bedienung mit Maus und Tastatur wird das Ziehen durch einen Rechtsklick ersetzt. Die Seitenleisten, zum Beispiel die Taskleiste, werden ebenfalls durch mobile Menüs ersetzt. Windows 8 sollte ursprünglich sogenannte Tiles, Kacheln, statt Programm-Icons nutzen und damit einige Neuerungen von Windows Phone 7 übernehmen. Aufgrund der Kritik des Metro-Design sei nicht benutzerfreundlich genug, wurde das Konzept abgeändert. Die Kacheln seien zu groß und lassen sich nicht personalisieren. Viele Firmen haben bekannt gegeben, ihre Programme auch an Metro anzupassen. So wurde zum Beispiel bekannt gegeben, dass Mozilla an einem neuen Browser arbeitet, deren sein Design an den Metro-Style angelehnt sein soll. Metro-Anwendungen werden die Möglichkeit haben, Inhalte direkt an andere Anwendungen weiterzugeben bzw. diese zu empfangen. So ist es unter anderem möglich, eine Textpassage im Browser zu markieren und anschließend über eine beliebige Social-Media-Anwendung mit Freunden oder Bekannten zu teilen. Außerdem ist das Verwenden von Inhalten wie Bildern aus Anwendungen, welche auf Cloud-Dienste wie Flickr zugreifen, möglich, ohne dass die Anwendung, die diese Inhalte anfordert, Zugriff auf die Login-Daten der Online-Bildergalerie hat. Startmenü. Das Startmenü wird mit Windows 8 zusammen mit dem Start-Button wahrscheinlich komplett abgeschafft, dass es nur noch mit einem Registry-Hack aktivieren kann. Im Developer-Preview war der Start-Button noch vorhanden, gehörte aber nur noch zur Metro-Oberfläche. In der Beta Consumer-Preview ist nun auch der Start-Button abgeschafft. Zu der Metro-Oberfläche kommt man zukünftig nur noch über eine Schaltfläche am linken unteren Bildschirmrand. Explorer. Windows 8 wird einen überarbeiteten Windows Explorer enthalten, in dem zum Beispiel in einem zentralen Bereich alle laufenden Kopier- und Löschvorgänge pausiert, fortgesetzt und abgebrochen werden können. Zudem wird der Windows Explorer durch das Einfügen von Ribbons, wie man es von Microsoft Office-Produkten seit 2007 gewohnt ist, übersichtlicher gestaltet, da dort die am häufigsten benutzten Befehle direkt zur Auswahl stehen. Anmeldebildschirm. Der Anmeldebildschirm in Windows 8 wurde weitestgehend von Windows Phone 7 übernommen. Auf ihm können Anwendungen, die Anzahl neuer Ereignisse, wie beispielsweise neue E-Mails, Nachrichten aus sozialen Netzwerken oder anstehende Termine anzeigen lassen. Außerdem werden dort der Akkustand und Informationen über Netzwerkverbindungen zu sehen sein. Nach einem Wisch kann man sich authentifizieren. Auf Windows 8 stehen drei Methoden zur Verfügung: ein normales Passwort, eine PIN oder ein Bildpasswort. Auf einem Bildpasswort müssen vom Benutzer festgelegte Gesten ausgeführt werden. Das benutzerdefinierte Bild soll das Finden der Gesten erleichtern. Task Manager.
Der Task Manager wurde komplett überarbeitet. Unter anderem werden laufende Anwendungen in Kategorien eingeordnet, zum Beispiel Systemprozesse, Metro-Anwendungen und normale Anwendungen. Nicht aktive Anwendungen werden aus Performance-Gründen angehalten und im Task Manager der derzeit aktuellen Entwicklerversion als das Pendant markiert. Seine neue Oberfläche soll das Finden von Anwendungen vereinfachen und angenehmer machen. In Windows 8 wird er auch ein neues Icon bekommen. Virtualisierung. In Windows 8 wird die Virtualisierungsplattform Hyper-V enthalten sein, die schon in Windows Server 2008 integriert ist. Datensicherung und Systemreset. Mit Windows 8 kommt auch Windows to Go. Mit dem System ist es möglich, Windows mitsamt allen Programmen, Einstellungen und Daten auf einen USB-Stick zu legen. Wird dieser Stick an einen fremden Rechner angeschlossen, so kann Windows 8 auf diesem starten. Nach dem Herunterfahren kann der Stick abgezogen werden und es sollen keine weiteren Spuren von Daten auf dem verwendeten Computer verbleiben. Entfernt man den Stick dagegen im laufenden Betrieb, so friert zwar das Betriebssystem ein, aber nach Wiedereinstecken ohne Absturz weiterarbeiten können. Zudem bietet das Betriebssystem auch eine Funktion des Zurücksetzens. Mit Administratorenrechten kann man den erweiterten Reset durchführen, welcher auf den Rechner wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Die Refresh-Methode bewirkt, dass Windows 8 zuerst die Daten und Metro-Apps sichert, dann das System zurücksetzt und letztendlich die Nutzerdaten und Programme wiederherstellt. Dies soll den Rechner beschleunigen. Dateisystem. Mit Windows 8 hält das neue Dateisystem WFS Einzug, welches aber ausschließlich zur Datenspeicherung nützlich und nicht bootfähig ist. Es befindet sich nicht im Consumer Preview. Windows Store. Apps können über den neuen Windows Store bezogen werden. Microsoft sieht In-App-Käufe, das Erweitern von installierten Programmen um weitere Funktionen direkt aus diesen heraus, vor und bietet eine Möglichkeit, Anwendungen für eine begrenzte Zeit kostenlos zu testen. Metro-Apps sollen nur über den Store heruntergeladen bzw. gekauft werden. Die Detailseiten des Stores sollen eine App-Beschreibung, ein Bild, die Hardware-Anforderungen und Bewertungen beinhalten. Metro-Apps können auf maximal 5 Computern mit Windows 8 genutzt werden. Windows Defender. Der neue Windows Defender von Microsoft 8 durchsucht den Computer nicht nur nach Spy und Malware, sondern auch nach Viren, Anschluss zu Botnets und so weiter. Die Bedienungsoberfläche des neuen Windows Defender ähnelt dem Microsoft Security Essentials 2.0. Das neue Betriebssystem besitzt somit einen integrierten Virenscanner. Kompatibilität. Weil Windows-Anwendungen auf Basis von HTML5 und JavaScript unterstützen soll, befürchten Entwickler, dass Anwendungen, die auf Microsoft Silverlight basieren, unter Umständen nur noch im Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden könnten und somit nicht mehr für das System geeignet werden. Die Unterstützung für BIOS wird in Zukunft wegfallen und durch UEFI ersetzt. Dies verkürzt die Bootzeit erheblich. Für bisherige PC-Modelle mit BIOS, die weder auf RAM noch auf eine zu große Systemfestplatte setzen, wird Kompatibilität vermutlich sichergestellt. Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung von USB 3.0. Windows 8 ist damit in der Lage, deutlich schnellere Kopiervorgänge mit Hilfe von USB 3.0 Hardware durchzuführen. Ressourcenverbrauch. Windows 8 hat im Vergleich zu Windows 7 identische Systemminima. Minimum der Hardwareanforderungen für Windows 8. Prozessor. Für 32-Bit 1 GHz 32-Bit Prozessor. Für 64-Bit 1 GHz 64-Bit Prozessor. Arbeitsspeicher. Für 32-Bit 1 GB. Für 64-Bit 2 GB. Grafikkarte. DirectX 9 Grafikprozessor mit WDDM 1.0 Aero. HD freier Platz, 16 GB freier Festplattenspeicher für 32-Bit, 20 GB freier Festplattenspeicher für 64-Bit. Optisches Laufwerk, DVD-Laufwerk nur zur Installation von DVD-CD-Medien. Zeitplan. Microsoft veranstaltete vom 13. September bis zum 16. September 2011 die Konferenz Build Windows, auf der Windows 8 vorgestellt wurde. Auf der Konferenz wurde eine Entwicklerversion freigegeben, die ermöglicht, einen Eindruck der neuen Windows-Version zu erhalten. Am 29. Februar 2012 wurde dann eine Beta-Version unter der Bezeichnung Windows 8 Consumer Preview freigegeben. Quellen berichteten von einem Release im Herbst 2012.
Microsoft hat sich dazu noch nicht geäußert. Kritik: Bereits nach der Veröffentlichung der Entwicklervorschau wurde die neue Oberfläche im Hinblick auf Bedienbarkeit mit Maus und Tastatur kritisiert. Kritik erhielt auch das neue Design des Logos für Windows 8.